Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Let's Play. Warum neu? Weil ich zurzeit einfach nicht so Lust auf die Lego-Spiele habe. Und ja, genau. Wir spielen nämlich Mass Effect, und diesmal habe ich jemanden dazugeholt, der so ein bisschen nebenher mitkommentiert. So ab und zu. Den sinnlosen Hintergrund damit. Ja, genau. Der Anton ist das. Richtig. Und ja, wir fangen jetzt hier mal eine neue Karriere an. Wer Mass Effect nicht kennt, es ist, ja, was soll man dazu sagen, es ist halt ein Third-Person-Shooter mit Rollenspielelement. Ja, also im ersten Teil ist es fast noch mehr ein Rollenspiel mit First-Person-Shooter-Elementen, aber ja, genau. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, uns einen Namen festzulegen, ein Geschlecht, denke ich auch. Moment, ja. Moment, neue ID, genau, ich weiß nicht, normalerweise spiele ich eigentlich immer weibliche Charaktere, das werde ich auch jetzt so machen, fragt mich nicht warum, ist einfach so. Ist einfach so, okay, ich spare mir den Kommentar dazu, dass du immer weibliche Charaktere spielst. Was soll man denn für einen Namen nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe da immer auch keine Ahnung, Namen sind mein großes Problem eigentlich so. Tja, geben wir ihr doch den anmutigen Namen Hildegard. Also Hildegard, nee, das ist so, das ach, ist so Gronkh-Niveau. Ja, das meinte ich ernst. Nee, ich weiß nicht genau, wie wär's mit... Ich packe jetzt mal den Söllner hier aus, wenn das geht. Mach das. Amalia. Das ist Söllners Ingame-Name. Ah, ja. Söllner müsst ihr nicht können, aber... kennen, meine ich natürlich. So, ich stelle hier nebenher nochmal schnell einen Timer ein, dass wir hier auch schön Parts machen und so. Auto-Wiederherstellung gescheitert. Dam, dam, dam. Wir haben keine Identität mehr. So, Zeit vor dem Dienst. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Ich gehe jetzt einfach hier einmal kurz über die drüber. Wer sich die alle durchlesen will, der pausiert das Video bitte. So. Ich sage fast, ich weiß nicht, irgendwie ist Waisenkind schon cooler, aber wenn die Eltern beim Allianz-Militär waren, ist auch nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, an was für ein Hintergrund, wie wirkt sich das auf den Spielverlauf aus? Es wirkt sich ein bisschen darauf aus, wie die Leute auf dich reagieren. Zum Beispiel, warte mal. Wo ist denn das? Das ist halt, wenn du zum Beispiel Kolonist nimmst. Das ist halt, dass du auf einer kleinen Kolonie am Rand des Universums aufgewachsen bist. Und mit 16 Jahren wurden halt deine Eltern von Sklavenjägern getötet. Und das wirkt sich dann halt insofern aus, weil die Leute dann anders auf dich reagieren. Zum Beispiel, dass sie halt dich bemitleiden oder sonst was. Es gibt zum Beispiel bei Raumfahrer oder so, gibt es glaube ich so eine Untergeschichte, mehr oder weniger, wo du dann auswählen kannst, dass du bei irgendeiner Mission der Einzige warst, der überlebt hat, und da wirst du halt überall als Held von Akuse gefeiert und so. Das war halt mein erster Ding, aber ich weiß nicht, was wollen wir dann da nehmen? Sag einfach mal so, ich gebe dir mal so drei Grobübersichten. Die Eltern waren die Eltern waren beim Allianz-Militär, sind dann... Du bist dann selber in die Fußstapfen von ihnen getreten, die Eltern wurden als du 16 warst, getötet, und du wurdest von der Allianz-Patrouille gerettet und bist dann später auch zum Allianz-Militär gegangen. Oder du wurdest du hast das Weiße auf der Erde gelebt und hast dich, wolltest da raus, indem du zum Allianz-Militär gehst. Also ich tendiere am ersten zu Raumfahrer oder von der Erde, aber... Ich weiß nicht, ja, dann nehmen wir von der Erde, weil Raumfahrer hatte ich letztes Mal schon. Okay, dann nehmen wir von der Erde. So, psychologisches Profil, das sind halt die Teile Kriegsheld und so. Ach, die Untergeschichten kann man bei jedem nehmen, glaube ich. Einziger Überlebender, das war eben das, dass man bei Akuse das einzige überlebt hat. Das Kriegsheld, blablabla. Ja, das du halt... Kriegsheld, oder? Ja, das skrupellose, ja, Kriegsheld, das... So, und kommt jetzt hier. Gut. So ein bisschen Veteranending, da kriegt man irgendwo in Amerika freien Eintritt in so. Ja, also ich gehe das hier mal ganz kurz durch für die sich das durchlesen wollen.
im Prinzip kann man es an der Ausrüstung schon erkennen, so ein bisschen. Der Soldat ist halt klar Soldat. Techniker ist halt mehr so auf Technikfähigkeiten und sonstiges spezialisiert. Der hat dann halt auch mehr so Sachen wie Geschütztürme oder sonst was als Fähigkeiten. Dann gibt es den Experten. Der ist halt Bionik-Spezialist. Mit dem kann man halt so, was weiß ich, Machtstoß quasi machen. Und Infiltrator, das ist halt so eine Mischung aus Dingen, aus Techniker und Fernkämpfer, also Scharfschütze. Dann gibt es den Wächter, der ist eine Mischung aus Techniker und Bioniker. Und der Frontkämpfer, der ist Bioniker mit leichten Waffen, also ja, und leicht mit Schrotflint. Wirkt sich halt jeweils aus, auf was man benutzen kann, von wegen Panzerung und sonst was. Was will man da nehmen? Ich finde den Frontcamp ganz cool. Weiß nicht. Der Frontkämpfer? Ach nee. Ich weiß nicht. Ja, aber ja, gut, würde theoretisch nehmen. Ich weiß nicht, ich spiele halt mehr lieber so. Normalerweise spiele ich, also die ich letztes Mal gespielt habe, war Infiltrator. Das war auch nicht schlecht, aber wir können. Ja, dann machen wir mal Frontkämpfer einfach so. Bitte wählen Bei Sie ein Frontkämpfern will. Bonustalent aus. Oho, da habe ich aber dicke Oho, Auswahl. Bonustalent. Das siehst du schon, oder? Ja, jetzt sehe ich es. Genau, es sind Verzögerungen haben wir drin, also zur Info. Ja, wir haben ein bisschen Ja, Verzögerung bei. okay. Wie es auswählen ist dann doch nur begrenzt möglich. Genau. Ich ändere jetzt einfach mal so ein bisschen das Erscheinen. Nein, ganz sicher nicht. Nein, danke. Nein, nein. Das hatte ich letztes Mal schon. Das ist Ja, das alles. Gesicht überlasse ich dir. Also das sieht teilweise schon ein bisschen komisch aus, was die da haben. Ich beschließe jetzt einfach mal das hier. Und da. So, um mehr geht's. Make-up. Interessant. Ja, Mann, Make-up. Ist Oh, doch ich genau kann das Richtige für dich. Lippenstift draufpacken. Schwarzen Lippenstift. Nee, danke. Geil. Nee, ist nicht so meins. Oh, und schwarze Wangen. Das passt halt auch. Aber den hier. Oh, und du könntest auch irgendwie schwarzen Lidschatten oder so machen. Nee, das machen wir jetzt alles nicht. Das dauert ansonsten zu lang. Wiederherstellung beendet. Annehmen. Bestätigen. Identifikation bestätigt. Kampfschwierigkeitsgrad. Normal, Veteran, Hardcore, Wahnsinn. Wir machen das Ganze mal auf Veteran. Obwohl, naja, Mass Effect. Nee, das machen wir auf normal, weil da waren die Nebenquests extrem schwer. Da hatte ich einen. Mach doch Boah. Veteran. Veteran habe ich dann 2 auf der Xbox gemacht. Ich kam ja ganz gut zurecht. Ja, klar, das Zweier, aber das Zweier, glaubt mir, das ist so viel einfacher. Es ist ein Ja, okay, wenn du meinst. automatischer Stufenaufstieg nur Squad. Das kann man immer so kurz überblicken. Zielhilfe. Ja, gering ist das Minimalste, was ich machen kann. Warum? Kannst du die Ziele für mich ganz ausmachen? Ne, das ist ja scheiße. Warum auf dem PC? Das ist bitter. Also die trauen dir echt viel zu, muss ich sagen. Untertitel natürlich an und Autospeichern auch. Wobei Autospeichern so ziemlich bedeutet alle 2 Stunden mal. Also super. Jetzt kommt Intro-Sequenz, da halte ich einfach mal mein Maul. Was wissen wir über Shepard? Sie wurde auf der Erde geboren. Über ihre Familie gibt es keinen Eintrag. Sie hat keine. Sie ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Sie hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Sie hat sich beim skylianischen Angriff bewährt. Sie hat die Bodentruppen des Feindes aufgehalten, bis Verstärkung eintraf. Ihr allein ist es zu verdanken, dass es Elysium noch gibt. Ihr Mut steht außer Frage. Die Menschheit braucht Helden. Und Shepard ist dafür unsere beste Wahl. Ich stimme dafür.
Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. So, ja. Das war jetzt so gut. Die erste Zwischensequenz. Bei dir wahrscheinlich noch nicht. Bei mir ist gerade noch die Entscheidung. Ja, die Entscheidung ist bei mir auch. Oder was meinst du jetzt? Naja, wo da nur das Gesicht deines Hauptcharakters gezeigt wird, dort unten. Ja, ja, da bin ich jetzt auch. Okay. So, dann scheint die Verzögerung sich ja halbwegs verzupft zu haben. Man hat jetzt auch hier so schön in der Zwischensequenz so ein bisschen gesehen, dass ja die Charaktere doch ein bisschen drauf eingehen, was man von Vorgeschichte und psychologisches Profil genommen hat. Was wir hier eigentlich sehen, ist so ziemlich ein Großteil des Spiels, nämlich Dialoge und Zwischensequenzen, ist halt eben ein Rollenspiel. Und ja, genau. Nur Idioten glauben die offizielle Version. Naja, sie übertreiben. Sie gehen vom Schlimmsten. Bin ich auch. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Kannst du eigentlich die Untertitel lesen? Ja, die Untertitel kann ich problemlos lesen, klar. Gut, es ist die Frage, verärgert? Ich frage ihn mal, ob er verärgert. Vielleicht ist irgendetwas bei dieser Mission schiefgelaufen. Wenn der Captain mit mir spricht, klingt er immer so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Ich dachte jetzt eigentlich, ich frage Joker, warum er verärgert ist, aber gut. So, kann jetzt hier auch eigentlich mit den Typen sprechen. Ich muss ganz kurz hier nur V-Sync einstellen. Speicherinhalte. Das sollte jetzt doch ein bisschen flüssiger laufen, ja. Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre. Genau. Nähern Sie sich ihm und drücken Sie E. Boah, ich wollte jetzt Leertaste drücken, weil es bei Mass Effect 1, Mass Effect 2 so ist. Also das hier ist unser Schiff, die SR-1 Normandy. Also noch ist es nicht unser Schiff, es wird später noch unser Schiff. Können jetzt hier mit den Leuten sprechen. Ich spreche jetzt zum Beispiel mit unserem Navigator. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein.
Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ja, er will mich sehen. Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Ma'am. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Gut, das heißt, wir sind so auf einer Geheimmission, so wie es aussieht. Keiner weiß wirklich, warum. Kann ich mit denen außer du, weil du schon gespielt hast. Ja. Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Wir fliegen offenbar nach Eden Prime. Und ja. Dass sich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken. Das ist Dr. Chakwas, unser Arzt. Was sage ich ihm denn? Er soll sich mal entspannen. Bleiben Sie ganz ruhig. Teil des Jobs, sogar. Der alles. Soldat bleibt Teil des Jobs. Selbst unter Feindbeschuss. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre. Okay, kann man es auch sehen. Was? Wieso? Mit dem Feindbeschuss, sorry, ich habe ein bisschen Verzögerung. Ach so, ja, klar. Ja, klar. So, ja, er hält sich ganz gut. Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schief gehen. Ja, okay, ausnahmsweise. Sie konnten sich ja schon beim skylianischen Angriff beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Ja, yeah. Vorsichtig Sie sein, Kerl. Jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Ma'am. Ich werde es nicht vermasseln. Okay. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Kommando. Ach ja, zwei Vorbildlichpunkte. Da sieht man schon so ein bisschen, was man hier ist, wenn man hier unter Squad geht. Kann man erstmal hier Talentpunkte verteilen. Ist im wesentlich mehr als im Zweier. Also, wie du wahrscheinlich auch siehst. Wie ich jetzt... Ja, stimmt. Beim Zweier hat man, glaube ich... Ich glaube, sechs. Mag mich nicht, wenn es nicht richtig ist. Ja, fünf oder sechs Stufen, ja, genau. Ja, ich glaube... Ach, stimmt, du hast gespielt, klar, logisch. Ich glaube, es waren sechs. Aber... Oh, ja, unser Timer ist abgelaufen. Dann machen wir das hier noch schnell und dann machen wir ganz kurze Pause. Also, jetzt können wir hier drei Talentpunkte verteilen. Nehmen wir doch mal Schmeicheln, oder? Ja, oder gleich. Machen wir den Charakter eher gut oder eher böse? Ich spiele persönlich Lea eher gut und hier sieht er halt noch die Leisten so vorbildlich abtrünnig. Je nachdem, wie wir handeln, reagieren auch die Charaktere dann anders auf uns und die Entscheidungen, also die größeren, auch teilweise kleinere, haben dann auch Auswirkungen auf die Vorgänger. Und ja, ich würde sagen, schmeicheln ist gar nicht mal keine so schlechte Idee. Ja. Weil das bringt schon teilweise Vorteile, wie bei Händlern oder so. Dann machen wir die mal gleich auf 3. Ich habe noch eine Frage. Beim Zweier ist doch so, dass man bestimmte, je nachdem, ob man vorbildlich oder abtrünnig will, bestimmte Handlungen ausführen kann. Ja, das ist da auch so. Ah, okay. Deshalb ist das ganz praktisch, weil dadurch kann man halt teilweise Sachen verhindern. Zum Beispiel, so viel kann ich schon mal spoilern, wenn man beim Einser am Ende gut ist, kann man einen Teil des Bosskampfs überspringen. Das ist durchaus praktisch. Genau, dann machen wir jetzt hier mal kurz, also machen wir hier für diesen Part Schluss. Wir sehen uns dann im nächsten, ich sag tschüss, Anton. Und ich auch. Genau, und bis dahin, tschüss.